Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in der Taverne Ruhen der Troll. Ja, den letzten Tag haben wir ja hier ziemlich viel gemacht. Wir haben jetzt unsere Maischbank, was oder was auch immer das da sein soll, womit wir jetzt, glaube ich, anfangen können, unsere Bier selber zu züchten, würde ich sagen. Ich bin ja nicht so ein Profi drin, ne? So, Melzerei. Wir kriegen jetzt ein Braufass, einen Bitterhopfen und einen Eimer mit Wasser. Ah, sehr gut. Sprich, jetzt geht es dann schon weiter. Also kommen wir jetzt langsam. Stelle Bierwürze aus Getreide her, platziere hierzu den Maischkessel und stelle milde Würze her. Komm wieder, wenn es fertig ist. Okay. Ich muss erstmal mit dem Ganzen klarkommen. Was ist das? Ach, eine Melzmaschine, was? Ah. Dann machen wir das gleich nochmal. Was haben wir hier? Genau, hier haben wir unser Getreidebrei. Und ja, wir legen heute einfach mal gleich los. Mal nicht viel herumgeschnacke. Ist ja dann doch auch manchmal ein bisschen anstrengend. So, du hast jetzt hier... Na komm, stellen wir dich da hin. Was brauchen wir hier? Mildes Ale, milde Ale-Würze. Okay, ja, dann brauchen wir das da zusammen. Drei Eimer Wasser. Hier auch mal nochmal ein bisschen was rein. Zack. Mensch, so läuft das. Getreidebrei, da hätten wir nochmal mit Wasser. Haben wir kein Eimer Wasser mehr. Okay. Haben wir denn Eimer? Oh, guck mal, wir haben ja Eimer. Können wir bestimmt am Brunnen holen. Wir müssen doch bald mal die Taverne trotzdem mal wieder öffnen. Finanziell sieht es schon ein bisschen schwierig aus. Oder hast du extrem viel wirklich zu tun? Das machen, dies machen, jenes machen. So, Wasser holen. Also, zack, fertig. Wir haben wieder Wassereimer da. Guten Tag, der Herr. Ja, wir eröffnen bald wieder. Dann können wir uns die Geschichten der Bewohner Methanas und Corinnes anhören, wie ihre Abenteuer waren. Ah ja. Das wollte ich machen, genau. Dann machen wir nochmal den da rein. Hopp. Genau, jetzt packen wir das Getreidebrei schon mal hier unten hinein. In unser schönes Büchlein, dass wir das auch immer zur Verfügung haben. Aber 60 Stück. Nee, packen wir einfach alles rein. Genau. So, dann würde ich vielleicht nochmal eine Runde Erze, Kohle und Co. besorgen. Die sind ja hier in unserem Land, spawnt ja sowas nach. Also es wächst ja wie auf Bäumen, wächst bei uns doch alles in Stein, wie ihr sehen könnt. Da kriegen wir die Erze wieder. Das ist einfach natürliches Wachstum. Bei uns sind die Ressourcen nicht vergänglich. Wieso? Wann wir denn wirklich Kupfer brauchen, frage ich mich gerade. Kupfer mussten wir bis jetzt ja noch nicht nutzen. Ah, kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Dann stellen wir so die ersten paar Materialien her und dann so gegen die Mittagszeit können wir ja dann unsere Taverne endlich mal wieder eröffnen. Und schauen mal, wer alles heute vorbeischaut. Oh, 6 Kohle. Das ist natürlich sehr gut. Ich glaube, das Körbchen für unseren Garfield ist auch schon angekommen. Lassen wir mal gleich aus der Post holen. Eine schöne Eisenader. Brauchen wir auch mal wieder. Wir müssen ein bisschen Eisen nachproduzieren, damit wir auch ein paar neue Bänke und so, damit wir mehr Kunden haben. Lohnt sich dann natürlich, ne? Interessant finde ich, dieses Spiel kannst du auch im Koop ja spielen. Du musst dann halt nur noch einen Controller mit anschließen und dann, ja, legst du zu zweit einfach mal los. Wenn ich glaube, dass für zwei Spieler der Umfang noch ein wenig zu wenig ist. Ein wenig zu wenig ist. Ja, ja. Können wir so stehen lassen. Guck mal, aber nicht so viel Kohle diesmal, ne? Na gut. Das Nachwachsen unserer Ressourcen ist leider nicht gleichbleibend. Das ist immer unterschiedlich. Auch aus einem ehemaligen Kupfervorkommen kann natürlich auch mal ein Goldvorkommen werden. Oder ein Eisenvorkommen. Entschuldigung. Oder ein Kohlevorkommen. Gold haben wir ja noch nicht entdeckt, das kommt erst noch. Ja, alles im allem finde ich jetzt wirklich ein sehr interessantes Spiel. Selbst meine Frau ist schon gefesselt, die hat sich jetzt schon nebenbei mal einen Spielstand gemacht und hat angefangen zu spielen für sich selber ein bisschen. Da merkst du, es läuft. So, warte mal, was haben wir denn eigentlich noch zu tun? Kaufe einen Wandkeller, dann kriegen wir eine Steinwerkstatt, koche, milde Würze herstellen und dann kriegen wir den Fermentierungstank. Ah, interessant. So, die öffnen. Warte mal, ich habe doch aber was gekauft. Da gibt es den dann hier rein.
Ah, guck mal, Katzennapf für unseren Garfield. Dann freut er sich. Oh, ein schönes neues Bett, was? Guten was? Achso, ich dachte, ein guten Morgenobjekt. Ist ja auch was, wo unser Garfield nächtigen kann, oder muss der immer auf dem Boden liegen? Katzenkorb. Ah, okay, wir brauchen also Geld. Wir müssen also jetzt doch demnächst wieder Kunden bedienen, damit... Warte mal, vorher auch noch was einstellen. Vorher einstellen, dass wir hier was zum Verarbeiten haben. Hier, Eisenbahnen. Hier können wir mal was hineinpacken schon mal. Hier kriegen wir ein paar Holzbretter raus. So, das läuft. Dann gehen wir mal nach oben zu unserem Garfield, wo ich gerne... Ne, doch, futtern lassen wir ihn bei uns, ne? Hey, mein Kleiner, wo bist du? Der ist schon unterwegs. So, mal packen wir ihm hier seinen Katzennapf hin. B weg. Und jetzt füttern. So. Na, mein Kleiner. Aber hier nichts auffuttern, ja? Das brauchen wir alle. Gut, so. Nun zum letzten Schritt, der Gärung. Platziere den Gärtank und braue ein Fass mildes Ale. Du kannst das Rezept benennen und verfeinern, indem du zum Beispiel Früchte hinzufügst. Die Zutaten kannst du am Briefkasten vor der Taverne bestellen. Oder wir warten noch ab und versuchen, ob wir... eine Menge Punkte. Was selber bauen, anbauen können. So, dann kommst du mir hier hin. Sehe ich dich ja gar nicht. Ach komm, machen wir nicht mehr. Hier sehe ich dich besser. So, dann machen wir das mal weg. Ich öffne Mehl des Ero. Ja, ja. Und dann nochmal einen Hopfen rein. So. So, dann können wir hier gleich nochmal angehen. Nicht genug Brennstoff, sagt er. Hier, packen wir das rein. Zack. Und drei Eimer bekommen. Ja, komm, nochmal ein Gerstenbrei können wir nochmal machen. Und wir... Kann ich da nochmal was machen? Ah, guck mal da, damit das so ein bisschen läuft, damit wir unser eigenes Ale brauchen. So, das reicht erstmal Getreidebrei. Wir haben dann genug Getreidebrei. Es ist auch gleich um 12. Dann können wir auch die Kneipe erstmal wieder ein bisschen eröffnen. Unsere Taverne, Kneipe, Mensch. Oh, 100 Stück. 100 Getreidebrei. Das ist mehr als ausreichend, finde ich, ne? So. Nehmen wir noch ein bisschen Grog. Der Grog ist auch noch ein bisschen da. Ja. Super. Dann würde man sagen, Taverne eröffnet. So, dann warten wir, bis die ersten Kunden kommen. Sieht doch schön aus. Na, ah, guten Tag, der Herr, guten Tag, der Herr. Was darf es denn für Sie sein? Sie möchten einen Getreidebrei haben. Na klar, lassen Sie es sich schmecken. Oh, da haben Sie heute sehr Hunger und... Bittchen, gleich schon reinkommen und Dreck machen. Also echt jetzt. Guten Tag, der Herr. Oh, ein Grog. Na klar, dann geben wir einen Grog noch. Ich hoffe, der geht uns heute nicht aus. Getreidebrei, Getreidebrei, Grog, Getreidebrei. Und hier nochmal. Lassen Sie es sich schmecken. Oh Mann, vielleicht mal hier auch noch machen. Wie das Chaos reagiert. Sag mal, ihr schafft's nicht. So, Mannometer. Seid ihr aber anstrengende Kunden jetzt schon. Was hast du denn? Hast du einen Troll getroffen? Beruhigen. Ja, sehr schön. Ich möchte sie nicht herausscheuchen. Das ist schon... Na, das wäre unangenehm. Ich hoffe, es regnet morgen. Ja, gerade ist schöner Sonnenstrahlen draußen. Gehen Sie doch nach draußen, genießen Sie jetzt noch die Zeit. Wenn es morgen regnet, ist es dann doch nicht mehr so schlimm. Du kommst hier an meinen Tresen und dann sowas. Ach, Gottchen. Der Herr, was haben Sie denn schon wieder für Probleme? Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Sehr schön. Ah ja, kommen Sie mal. Ich mache dann auch gleich den Tisch sauber, dann gefällt es Ihnen auch gleich wieder besser hier, ne? Das hat Ihnen gefallen. So, euren Tisch müssen wir mal sauber machen. Gottchen, ihr Dreck verursacht. Auf Wiedersehen, der Herr. Kommt der König heute? Na, bei mir sind die Kunden doch der König. Mensch. Einmal König sein hier bei mir. Getreidebrei für dich. Nochmal Getreidebrei. Und noch mehr Getreidebrei. Ich habe echt bald jemanden, der hier mitarbeitet. Wenn das dir nicht Spaß machen würde, dann kannst du auch Bauer werden. Oh mein Gott, geht bald zu Ende. Das ist gar nicht gut. So. Und dann lassen sie es dir schmecken. Na, Garfield, begutachtest du die Kunden oder ob sie was fallen lassen?
Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gemundet. Wir haben bald auch Level 1. Das will ich jetzt auch irgendwie heute versuchen zu erreichen. Das wäre schon cool. Ja, ja. Kann ich irgendwas für Sie tun? Sehr schön. Sie sind schön ruhig. Das gefällt mir. Ein Trick, den ich auch jetzt von meiner Frau schon gelernt habe mit dem Grog. Guck mal, wir haben jetzt ja zwei Leute, die Grog trinken wollen. Du kannst gleich zweimal zappen und kannst dann gleich direkt geben. Das ist toll. Das wusste ich vorher nicht. Das habe ich jetzt bei ihr gesehen, dass sie jetzt sie gespielt hat ein bisschen. Man kann gleich zweimal schon zapfen, dreimal zapfen, sodass du dann direkt alles verteilen kannst. Ganz schön dreckig hier drin. Sag mal, ihr verursacht doch hier den Dreck. Ich bin doch schon dabei. Essen, trinken, so schnell wie möglich und dann auch noch so viel Dreck verursachen. Garfield, könntest du hier nicht ein bisschen mit sauber machen? Soll ich dir noch eine Schürze kaufen? Da ignoriert er mich und geht einfach nach hinten. Den nächsten Schuhstall. Na, das kann ich leider nicht sagen. Ich bin noch nicht lange hier und ich komme derzeit auch irgendwie nicht aus meinem Gebiet heraus. Ach, schön. Da, da, da. So. Echt gut im Schussgarten. Ja, bin ich auch. Muss auch sagen, die Creme hilft gut. Ach so, ihr meint die Taverne. Na gut. Ach nee, sie wollen den Grog. Entschuldigung, ich dachte was zum Essen. Aber natürlich, flüssige Nahrung ist auch manchmal sehr wichtig. Lassen Sie es sich schmecken. Ah, da möchte noch jemand ein bisschen was mampfen. Guten Hunger. So, den Tisch wollen sie auch schon wieder gesäubert haben. Ach. So, ja, 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 ja. Der Getreidebrei, der schmeckt euch was? Das merkt man. Das ist gleich sehr nahrhaft. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie da waren. Beehren Sie uns bald wieder. So, dann hier noch. Ach, der Herr möchte wieder einen Grog haben. Ich glaube, der eine Grog ist schon leer. Noch ein Grog und ein Getreidebrei. Bitteschön, bitteschön und bitteschön. Noch ein Grog und ein Getreidebrei. Können wir gleich geben. Mann, hier geht's aber ab. Ich glaube, das Fässchen ist leer. Wir haben bald kein Getreide, kein Grog mehr. Getreide haben wir noch ein bisschen. Wohl so schnell wie die hier wegfuttern. Ein guter Ort für eine kurze Rast. Ja, finde ich auch. Wenn ihr nicht so viel Dreck machen würdet. Wir brauchen echt jemanden, der hier mit bedient. Am besten ein Kellner wäre gut. So, dann machen wir das so. Dein Getreidebrei gibt es schon. Sehr schön. Und noch ein Grog für dich, mein Herr. Bitteschön. Lassen Sie es sich schmecken. Ja, ich will auch meinen, dass man hier glatt vom Boden essen kann. So, dann brauchen wir noch mal einen Getreidebrei. Den können wir dir auch gleich servieren. Mensch, das läuft. Oh, wir haben jetzt schon 53 Silber und 44 Schilling. Das gefällt mir. Und das Level Up haben wir dann auch gleich. Wenn wir die Level 1 haben, machen wir mal die Taverne erstmal zu und gucken wir mal, was wir machen können. Ein Grog für die Dame. Erfolgt sofort. Das sind, glaube ich, zwei Damen sogar. So, hier nochmal wischen. Bin schon da, die Damen. Der Morgen wird uns in ferne Lande führen. Oh, da wünsche ich Ihnen aber viel Spaß bei den Abenteuern. Oh, gleich zwei Grog. Gut. Ich bald nach. Nee, doch, war eine Dame. So, hier das machen. Da möchte noch jemand einen Getreidebrei. Bitteschön, lassen Sie es sich schmecken. So, wischen wir mal hier. Hier ist mal alles sauber. Ach, shit. Ja, dein Ruf hat einen neuen Meilenstein erreicht. Jeder Meilenstein schaltet neue Objekte und Möglichkeiten frei. Coole Sache. Brauerei und Kochtechnik zum Öffnen Tee drücken. Nutze den Talentbaum, um neue Rezepte zu erlernen. Jedes Talent kostet dich Skillpunkte, die du durch das Herstellen von Items verdienst. Skillpunkte lassen sich in die Kategorien körperlich, natürlich und mental einteilen. Okay, was haben wir denn hier? Mildes Ale. Kann man hier lernen. Dann haben wir Kochen und da könnten wir Getreidebrei. Aber das haben wir doch schon. Achso, das sind die Dinge, die wir schon können. Und wir könnten jetzt zum Beispiel Lager, Pale, Porter und Mehl. Oh, schönes Mehl. Weißweinsaft. Könnte man eigentlich ein bisschen Mehl hineinbringen. Kostet mich 1, 2, 2. Beim Essen, was könnte ich hier? Ich könnte eine Suppe oder eine Röst machen. 2, 1, 2. Von denen haben wir noch nicht so viele, um wirklich viel zu erlernen. Also entweder ich krieg noch ein Bierchen. Okay, das kriegen wir erst noch. Entweder ich mache ein Bierchen ready. Oder ich gehe was kochen.
gebratener Fisch, Hühnchen, Rindfleisch, Schweinefleisch, Gerste. Ach komm, wir machen mal eine Suppe. Suppe ist immer ganz angenehm. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen. So, wir hatten ja gesagt, wir leiten die letzte Runde ein. Esst noch in Ruhe auf, genießt noch den frühen Nachmittag, oder späten Nachmittag. Und danach müssen wir erstmal schließen, weil wir dann noch einiges zu tun haben. Wir würden uns gerne nämlich noch ein bisschen... Oh ja, das sieht gut aus. Oh, Punkte, 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 das ist schön. Das wäre so bald wie möglich. Sehr toll. So, dann machen wir nochmal die Tische, die sind sauber. Dankeschön, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Tag, Abend und ja, wir haben jetzt mal zu tun. Gut, wir haben das nächste Level erreicht. Den hier kann ich erst mit Level 10 erreichen. Gut. Jetzt haben wir hier hinten schon mal ein bisschen was gemacht. Ich wollte noch mal ein bisschen rumgucken, was wir noch alles machen können. So, Fermentierung. Stelle dein erstes Bier her. Ein mildes Ale. Du hast eine Quest, drücke K. Ja. Wir kriegen eine Kupferschaufel. Damit kannst du graben und Gras entfernen. Oh, cool. Neue Quest verfügbar. Terrain freiräumen. Es ist an der Zeit, etwas anzubauen. Zuerst musst du an einer Stelle das Gras mit Hilfe der Schaufel entfernen. Wähle dazu die Schaufel aus, der Aktionsleister und stelle dich auf eine begraste Fläche. Denk daran, dass du hierzu den Baumodus deaktiviert sein muss. Wow, Hilfe! Die Maus musst du schon wegnehmen. Entschuldigung. Hier können wir dann... Nee, wir haben kein leeres Fass mehr. Wir haben kein leeres Fass. Doch, wir haben ein leeres Fass. Wir haben ein leeres Fass. Unser Grog ist ja leer. Guck mal, hier würde ich erstmal... Hier machen wir schönes, mildes Ale. Du hast nun einige besondere Dinge auf Vorrat. Je mehr du davon auf Vorrat hast, desto mehr Geld und Ruf verdienst du. Allerdings gilt dies nur für das Basisprodukt. Extra-Zutaten werden nicht berücksichtigt. Oh, schade. Kuh öffnen. Gib mir mal das leere Fass. Super. Und jetzt gehen wir mal nach oben und stellen nochmal ein Fässchen her. Das ist dann immer sehr gut, wenn man nämlich gleich... Ne, wir brauchen noch Wasser. Verdammt. Gut, wir gehen erstmal noch Wasser. Ach, so viel zu tun. So, jetzt wird es auch schon spät abends. Wir müssen mal versuchen, dass wir dann eher zum Abend öffnen. So eine Taverne, das finde ich doch eher so am Abend. Aber, ja, gut. Achso. Kein leerer Eimer. So, dann gehen wir wieder hoch. Danach werden wir da hinten mal ein bisschen was umgraben, damit wir da auch ein bisschen was machen können. Lalalalala. Ach, so schön. Ich muss sagen, ein so gemütliches Spiel, so angenehm. Du hast hier so viel noch schon zu machen, obwohl es ja auch noch eine Early Access ist. Nicht genug Brennstoff. Ja, komm, gehen wir ein bisschen Kohle rein. So. Hier können wir hier schon wieder was machen. Genau, hier können wir auch schon was machen. vergesse ich immer. Den brauche ich noch. So. Und hier können wir auch noch was machen, ne? Ja. So, schön, schön, schön. Was haben wir hier? Haben wir hier noch was? Getreide bei Suppe. Gemüse und Fleisch. Stärke Gerste. Okay, du kannst die Herstellungsanforderung nicht erfüllen. Getreide bei benötigt zum Beispiel Getreide. Versuche etwas Gerste in den Slot zu ziehen, um so die Anforderung zu erfüllen. Ah, okay, ich brauche hier Gemüse oder Fleisch. Interessant. Gemüse oder Fleisch. So, gut. Na, dann müssen wir das so machen. Dann wissen wir aber Bescheid. Na, Garfield? Dann brauchen wir Gemüse und Fleisch. So, ich würde aber gerne noch für unseren kleinen pelzigen Tigerschirn. Da müssen wir bestimmt unter K gucken, ne? Er scheint nach Buchstaben sortiert zu sein. Das Kohl. Nö, ist doch gar nicht, schade. Mischtank? Okay. Mob-Mörse. Irgendwie ist es diesmal nicht drin, aber strahlender Kerzenleuchter. Holla, die Waldfee. Tavernenteppich. Wer ist denn so ein Tavernenteppich? 25. Eigentlich hatte ich gehofft, hier was ein bisschen für unseren kleinen Stumpf. Da ist er da. Genau, bestellen wir natürlich auch, dass unser Kleiner natürlich auch ein bisschen was hat und sich Gemütlichkeit in unseren Räumlichkeiten Einzug erhält. Gott, ich labere heute schon wieder einen Stuss. So, entfernen. Ja, können wir mal hier machen. Machen wir mal hier was frei. 4, 5.
Räume 10 Quadratmeter Raum mit der Sichel. Aber ich habe doch schon eine Sichel. Nun, da das Land vom Gras befreit ist, ist es Zeit, den Boden zu pflügen. Wähle hierzu die Hacke und pflüge den Boden, auf dem du deine Pflanzen anbauen willst. So ist ja gar nicht so. Ah. Coole Sache. Jetzt bauen wir langsam unsere eigenen Sachen an. Oh, das wird ja immer interessanter. Da brauchen wir wirklich bald neues Personal. Wir brauchen überhaupt Personal. Bereite ein Feld vor, in dem du 10 Quadrate mit der Hacke umgräbst. Ja, das haben wir ja gemacht. So, Maissamen und Gerstensamen. So, Pflanzen. Mit der Zeit werden die Pflanzen über 3 Stadien auswachsen. Sobald die Pflanzen ausgewachsen ist, ernte sie mit deiner Sichel. Gut. Dann machen wir jetzt hier erstmal die eine Reihe. Und hier machen wir die zweite Reihe. Sehr schön. Muss ich die noch bewässern? Nee, wa? Bestimmt nicht. So, ernte Pflanze 10 Samen und ernte die Erzeugnisse, sobald sie fertig sind. Und dann gibt es eine Mühle und hier brauchen wir noch einen Wandkalender. Okay, einen Wandkalender. Wandkalender. Brauchen wir jetzt gleich einen Wandkalender? Nö, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Machen wir später. So, jetzt noch mal ein bisschen Eisenbarren. Würde ich hier nochmal ein paar Brettchen herstellen. Sehr schön. Ich habe mir überlegt, ein bisschen Professionalität hineinzubringen. Könnte man ja auch. Das sind Müllbinden. Da könnte ich hier zur Not noch sowas machen. Brau- und Kochausrüstung. Nee, würde ich jetzt erstmal nicht holen. Speisen. Brauen. Möbel. Deko. Genau. Blauer Langflorteppich. Mensch, das hier am Abend zu spielen, ist immer so eine Sache. Eine dekorative Schwert. Eleganter roter Teppich. Ein Teppich mit Fransen. Warte mal, wo war denn das? Ein schönes Horn? Ja. Zum Servieren von Met. Haha, das werden wir auf jeden Fall als nächstes machen, dass wir uns Met dann besorgen. Löwenbanner? Nee. Ein Sock. Ein Wandkalender. Kostet eh schon viel zu viel. Tavernenteppich. Ein professioneller Touch. Ist ein Objekt. 25. Na komm, bestellen wir den auch noch. Dann haben wir wieder zwar kein Geld. Und am morgigen Tag müsste das dann alles ankommen. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. So, ach ja, genau, draußen haben wir noch was. Das hier. Kann man da nicht jetzt was machen? Bestellungen? Ah ne, erst ab Stufe 4. Okay, Personal ist ab 6. Können wir einen Barmann einstellen, Küchen und ein Hauswirt. Oh, das ist ja sehr schön. Kalender bringt uns nichts. Der nächste Trend ist erst mit 7, schade. Taverne ausbauen haben wir erst mit 9. Uiuiui. Also werden wir die nächste Zeit erstmal viel nur zu tun haben. Okay, kann ich Sachen lagern? Hier ist nur für Deko. Gut. Dann ja, haben wir noch ein kleines wenig. Ein klein wenig Zeit, oder? Nee, wir machen das noch hier was zu Ende. Breiten alles vor und der nächste Tag, dann gehen wir darauf weiter ein, was wir als nächstes machen wollen. Na, mein Kleiner? Ja, ne? Finde ich auch. Wir werden morgen auf jeden Fall die Taverne später eröffnen und dann mehr, dass es noch ein bisschen belebt ist, so am Abend. Ich finde es halt nochmal so einen ganz anderen Touch, wenn du es hier so am Abend machst. Ist dann interessanter. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen was. Oh, unsere Bestellung wurde schon geliefert. Das finde ich jetzt interessant. Aber noch nicht alles, oder? 100% noch nicht alles. Wir werden uns heute erstmal noch so ein bisschen. Genau, da war der Katzen. Sehr schön. Ach, Garfield, guck mal, sogar noch ein Körbchen für dich heute. Das ist doch was Feines, oder? Ich würde gerne hier noch eine zweite Bank, also eine kleine zweite Bank reinpacken. Das wäre dann was Feines. Guck mal. Hä? Da geht nicht. Okay. Dass ich nicht dann drauf trete. Ja, aber sonst nehmen wir uns. So, mein Kleiner, jetzt kannst du auch schön nächtigen, wenn du müde bist. Genau, ich würde gerne hier noch so ein Bänkchen, das wir dann hier noch aufbauen. Das war dann ein bisschen größer werden. Darauf habe ich jetzt schon noch Bock, damit wir noch ein bisschen mehr bieten können, noch mehr Kunden. Ja, das wäre was Feines. So, was brauchen wir denn? Also ich brauche ja auf jeden Fall den kleinen Tisch. Da brauche ich noch einmal Bretter. Und die sind gerade ja auch fertig. Das ist schön. So, hier. Dann machen wir mal die nächsten.
Und danach brauche ich nochmal. Wow, haben wir noch ganz schön viel. Okay, einen kleinen Tisch brauchen wir hier. Sehr gut. Nicht genug Brennstoff. Jetzt aber. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Holz. Noch ein bisschen Holz. Wir können auf jeden Fall so machen, dass wir noch Taverne noch mal ein bisschen einrichten. Oh, gar keine Bäume mehr. Die Bäumchen sind zu Ende. Dies ist ungut. Ah, hier haben wir noch Bäume. Sehr gut. Müssen wir auf jeden Fall die ganze Zeit die Setzlinge nachmachen, sonst haben wir wirklich gar nichts. Das ist, da muss man auch schon scheinbar drauf achten. So, oh, hier ist noch eine Pflanze. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar neue Bäume immer noch gepflanzt. Scheinbar wirklich wichtig, dass wir das machen. Es wird langsam spät. Sage deinen Kunden, dass du schließen willst, damit sie noch Gelegenheit haben, ihre Krüge zu leeren. Ah, also bis 0 Uhr geht das Ganze. Das ist schon mal gut, dass man auch mal so ein bisschen erfährt, wie lange das Ganze geht. Kein Brennstoff mehr? Ja, dem können wir abhelfen. Ist auch gleich fertig. Ich glaube, vorher ist das hier fertig. So. Gucken wir mal, wie viel brauchen wir noch um unsere kleine Sitzbank. Okay, noch zweimal muss die durchlaufen. Noch zweimal und dann können wir noch eine kleine Sitzbank zumindest bauen. Das hat schon mal etwas Schönes. So, hier nochmal. Nee, kein Brennstoff mehr. Jetzt aber wieder. Ob du nicht so. Natürlich müssen wir immer ein bisschen nachproduzieren und alles, aber ich finde das Spiel wirklich so entspannt, so angenehm. Bank, also die kleine Bank und den kleinen Tisch stellen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Immer nochmal? Nee, heute nicht mehr. Okay, schade. Hier bauen wir hier schnell noch eine kleine Sitzbank. Na gut, ich weiß nicht mehr, ob wir die Sitzbank jetzt noch hinkriegen. Das können wir dann auch morgen machen. Wir haben es jetzt erstmal geschafft. Wir haben noch einen neuen Tisch fertig. Darauf freuen wir uns dann. Dann können wir nämlich noch mehr Kunden bedienen. So, ich würde sagen, stellen wir hier auf. Und morgen kommen dann noch die beiden Sitzbänke dahin. Und dann haben wir nochmal mehr Platz für mehr Kunden. Und dann geht es noch schneller voran. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hier hoch. Verbessere den Ruf deiner Taverne, um Mietzimmer freizuschalten. Ah, okay, also die haben wir noch nicht. Das kommt also auch noch. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal heute aus der Taverne. Ruhender Troll. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich bin schon richtig gespannt, wie das hier weitergeht. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal einen Kommentar oder Like da lassen. Und ansonsten würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch diese Folge anschaut. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao.